Machen wir doch heute mal eine Wunsch-Review. Und zwar geht es heute um den Film Girl House. Girl House, Töte, was du nicht kriegen kannst, ist ein Horror-Thriller-Slasher aus Kanada aus dem Jahre 2014 und hat eine FSK 18. Regie führt hier Trevor Matthews. Darstellermäßig haben wir hier unter anderem Ellie Corbin oder Adam DiMarco. Und dieser Film hat eine Lauflänge von ca. 101 Minuten. Doch um was geht es eigentlich in Girl House? Kylie Atkins ist zu beneiden. Die College-Studentin sieht gut aus und ist intelligent. Es mangelt der jungen Frau aber an Geld, das sie für ihr Studium dringend benötigt. Deswegen beginnt sie als Webcam-Girl und nimmt am Projekt Girl House teil, für das in einer abgelegenen, für die Zuschauer unbekannten Villa mehrere junge Frauen versammelt werden, die sich alle vor dem im Haus zahlreich angebrachten Videokameras ausziehen. Zu den Damen, die damit eine Stange Geld machen wollen, gehören unter anderem Janet, Mia, Kate oder Heather. Schnell erregt Kylie die Aufmerksamkeit eines Users namens Loverboy und setzt damit eine verhängnisvolle Ereigniskette in Gang. Kylies Kolleginnen erlauben sich einen Streich auf Kosten des zahlenden Kunden, was dieser nicht einfach auf sich sitzen lassen will. Er will Rache. Mit seinem technologischen Fachwissen macht er den geheimen Standort der Villa ausfindig. Die Bewohnerinnen müssen nun um ihr Leben kämpfen, während die Zuschauer über die Kameras alles mitverfolgen können. Das ist jetzt im Groben jetzt die Inhaltsangaben und ein paar Daten und Fakten zu Girl House, Töte, was du nicht kriegen kannst. Und ja, es ist eine Wunsch-Review. Und wenn ihr weitere Filme wollt, dass ich diese Review, dann schreibt es mir, wie gesagt, in die Kommentare. Und ich habe von Girl House zuvor noch nichts gehört. Ich bin jetzt da nicht so der absolute Hardcore-Fan, was jetzt Slasher-Filme betrifft, aber ich habe so einige zu Hause und da kann ich jetzt durchaus schon einen Vergleich ziehen, beziehungsweise kann ich doch ein bisschen bei der Punktevergabe dann Rücksicht nehmen, ob dieser Film jetzt im Vergleich zu anderen gut oder schlecht ist. Ich muss aber sagen, dass Girl House jetzt da nicht gerade der absolute Oberburner ist. Es gibt viele Ungereimtheiten. Ja, es gibt definitiv bessere Slasher-Filme, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich finde, er unterhält in seinen Genre. Da ist er okay. Im Gesamten natürlich ist er unterer Durchschnitt. Aber gehen wir Step by Step den Film mal durch. Girl House, Töte, was du nicht kriegen kannst. Ich muss sagen, dass die Darsteller im Großen und Ganzen in diesen Film reinpassen. Ja, nichts, was jetzt irgendwie jetzt da speziell auffällig ist von der Darstellung her. Aber ich muss sagen, das Slasher-Genre, das muss man natürlich auch bedenken, hat eine ziemlich dünne Story und da geht es rein nur, ich will nicht sagen nur ums Abschlachten, aber da geht es ziemlich brutal und gewalttätig zu. Das ist eben das Horror-Slasher-Genre und ich muss ganz ehrlich sagen, die machen das eigentlich ziemlich simpel, die machen das alle zusammen ziemlich einfach und ja, vor allem in diesem Film ja, eine ist vom Körperlichen her natürlich aufregender wie die andere. Ich glaube, wir sind hier in einem Girlhaus, wo alle so ziemlich, ich will nicht sagen herumhuren, aber man kann schon sagen, dass es irgendwie so ein Puff ist auf eine, ja, digitale Art und Weise, weil man da nicht wirklich hinkommt, weil niemand weiß, wo dieses Haus ist. Und jetzt kommen wir zum speziellen Teil, wo ich sage, da mangelt es wirklich, auch wenn der Slasher-Genre von der Story her nicht gerade das dickste Buch ist, ist diese Story ziemlich manchmal ein bisschen konfus. Ich finde, dass es vor allem hier sehr, sehr, sehr dünn ist, das Drehbuch, ja, und teilweise sehr, ziemlich unlogisch, weil wenn ich jetzt natürlich sagen würde, ja, ich mache jetzt da so ein Girlhaus im Nirgendwo, das niemand weiß. Und hin und wieder sieht man im Film zum Beispiel einen männlichen Part, der hier mit einem dieser Girls Sex hat, dann weiß ich, wie kommt dieser da hierher. Ja, man erfährt das schon im Laufe des Films, dass diese Person dann abgeholt wird, währenddessen der Vater die Augen verbunden werden, aber das ist irgendwie ein bisschen unlogisch, weil, ja, keine Ahnung, warum macht man sowas. Aber gut, sei es drum, vielleicht habe ich das Ganze nicht so wirklich verstanden. Und die deutsche Synchro ist bei ein oder zwei Figuren wirklich wie die eines Trash-Films. Klingt ziemlich billig, aber der Großteil, muss ich sagen, ist ganz normal wertig deutsch synchronisiert. Und da haben wir noch ein weiteres Problem. Die erste Hälfte finde ich ziemlich zäh. Ich muss sagen, da habe ich mich ein bisschen gelangweilt und dachte, oh, das soll ein Slasher sein. Das ist eine fade Abklatsche von irgendeinem, ja, Erotikfilm, aber in der zweiten Hälfte, dann schlägt er um und dann wird hier geschlachtet und gemetzelt, was das Zeug herhält, aber das habe ich schon habe ich andere Filme gesehen, die das besser drauf haben. Musikmäßig, auf Spannung getrimmt, nicht positiv, nicht negativ, fand ich im Großen und Ganzen ziemlich passend und die Effekte,
Ja, die sehen eigentlich im Großen und Ganzen auch ziemlich wertig und ziemlich gut. Also nicht, wo ich sage, da ist, sind die Wunden, sehen hier komplett katastrophal aus oder scheiße aus oder das CGI sieht irgendwie billig aus. Ich finde, was das anbelangt, von Wunden oder abgetrennten Körperteilen, whatever, sieht das alles ziemlich gut aus. Kameramäßig, wir haben hier nicht nur die normale Filmkamera, wie in jedem Film fast, sondern auch wir sehen auch durch diese Laptop-Kameras, wir sehen auch hin und wieder mal durch diese Kameras, die in diesem Haus befestigt sind. Und dieser Mix finde ich ganz okay, aber kann man natürlich sagen, habe ich schon 100.000 Mal gesehen, ist jetzt nicht so mein Ding. Ich fand diese Mixtur ziemlich in Ordnung und im Großen und Ganzen muss ich sagen, dass alles, was hier so präsentiert wird, auch ziemlich wertig und nicht trashig oder billig aussieht. Im Großen und Ganzen muss ich aber sagen, dass Girl House, wie gesagt, nicht einer meiner absoluten Slasher-Filme geworden ist. Aufgrund dessen, die erste Hälfte ist ziemlich mau, die zweite Hälfte, da gibt es schon mehr Infarkt und da geht es auch richtig zur Sache. Aber immer wieder dieses Billige, dieses Erotische, dieses Nutten- und Puffhafte, was wir hier haben, das finde ich irgendwie einfach too much. Ja, mir persönlich hat das jetzt nicht so gefallen und auch die Darsteller sind im Großen und Ganzen jetzt da zwar okay, aber auch nicht überragend. Aber mir liegt hier wirklich der Schwachpunkt an der Story, wo ich sage, da hätte man etwas anderes machen können, nicht so 0815-mäßig. Aber wie gesagt, in seinem Genre ist der okay, da finde ich ihn nicht gerade so schlecht. Deshalb bekommt Girl House Töte, was du nicht kriegen kannst, in seinem Genre 6 von 10 möglichen Punkten. Wie gesagt, oberes okay. Und insgesamt muss ich sagen, da gehen wir unter der Mittelschiene, nämlich 4 von 10 möglichen Punkten. Und kennt ihr eigentlich diesen Slasher, diesen Horror-Thriller-Slasher, Girl House Töte, was du nicht kriegen kannst? Apropos, ich habe auch die DVD beziehungsweise mal so nachgesehen vom Plakat her oder generell einfach mal den Titel angegeben und wenn ich das Titelbild oder beziehungsweise das Cover der Blu-ray oder beziehungsweise der DVD ansehe, dann muss ich sagen, so eine Maske trägt dieser verrückte Loverboy in dem Film eigentlich gar nicht. Ist ein bisschen, finde ich, komisch, warum hier nicht wirklich die Maske, die er dort auch trägt, verwendet wurde. Weiß ich nicht, ich habe das ein bisschen komisch gefunden, weil beim zweiten Mal hinsehen dachte ich mir, hä, diese Maske trägt er gar nicht. Aber sei es drum, wie gesagt, habt ihr Girl House gesehen, dann schreibt es mir in die Kommentare. Weitere Wünsche werden natürlich berücksichtigt und von mir wahrgenommen. Deshalb schreibt mir auch diese in die Kommentare. Ihr wollt keine Reviews mehr verpassen, ihr kennt das ganze Spiel schon. Abonnieren, die Glocke drücken. Und wenn euch das Video ein bisschen gefallen hat, Daumen nach oben. Wenn nicht, dann schaltet doch einfach weiter. Und wir sehen uns ganz sicher bis zum nächsten Mal. In dem Sinne, auf Wiedersehen.